Ja, servus die Mauer und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr da sehen könnt, ich bin einmal wieder neben der Leiter unterwegs. Eine kleine Tour wieder mal ein bisschen mit der Kamera spielen. Und ja, gestern war das Wetter komplett beschienen. Regen, Regen, Regen. Wir haben zwar heute nur 11 Grad, aber beim Gehen passt es sowieso. Und mal schauen, was wir da ein bisschen einfangen können, wo wir da ein paar schöne Büdeln und Videos zusammenbringen. Also, gehen wir mal. Ja, wie man sehen kann, die Sonne versteckt sich hinter einer Wolke. Ja, das wird auch heute nur eine kleine Runde. Wird auch nichts geschlemmt, gibt es nur einen Kaffee. Trinkt man natürlich in Ruhe irgendwo. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir ein paar Meter machen, die Sonne. Ja, da haben wir jetzt eine kleine Brücke. Da fließt normal auch so ein Bachlein, aber dadurch, dass so wenig Wasser ist, fließt da gar nichts. Schön mit Moos überzogen. Gefällt mir. Wie es plätschert. Da drüben sind wir jetzt angelangt, wo wir schon ein paar Mal waren, wo der Bunker ist, und den zeige ich euch gleich noch mal ein Stück weit. Ja, Freunde, ich denke, man sieht es. Da oben ist der Eingang, da zum Bunker. Aber da gehen wir heute nicht hin, da waren wir schon öfters dort. Wie es da drin ausschaut, ich verlinke euch da oben einmal ein Video oder da. Schauen wir mal, könnt ihr dann schauen, wie es da drin ausschaut. Aber wir gehen jetzt weiter. Ja, Freunde, ich weiß ja schon, was mich fragen wollt. Es brennt euch sicher schon wieder auf der Zunge, was auch wieder schon wieder am Oberarm. So ein kleiner Patch quasi, wo man ein bisschen was einhängen kann. Ich habe den auch gesehen beim Gerhard, Backpacker Wilderness. Der hat die, ich habe den noch in Schwarz auch. Kann man einiges reingeben, dahinter noch ein kleines Schreibzeug, Kugelschreiber. Ich habe jetzt das Lamperl drin. So hat man es eigentlich immer bei der Hand. Also ich bin da jetzt über die Brücken drüber, da kommt man normal zu dem Bunker um. Da geht es jetzt normal nur ein Stück weiter und dann ist eigentlich der Weg aus. Wenn ich mir das aber so anschaue, da sind verdammt enge Fahrspuren, wie von so einem Quad. Ich weiß, dass da jetzt ein paar hundert Meter weiter vorne die Quadbahn ist, von unserer H1 Speed World. Dazwischen schon durch, wer meine Videos kennt, der hat das eh schon ein paar Mal gesehen. Und ich werde da jetzt aber trotzdem einmal schauen, vielleicht gibt es jetzt sogar einen Weg weiter. Bin neugierig. Ja, ich bin mir sicher, dass da Quadbahn ist. Da geht der Weg weiter und da geht es auch rein. Ja, da geht der Quadweg sicher weiter. Da müssen sie sich auf alle Fälle ducken. Weil der Biber hat den schon angeknabbert. Weiter. Eindeutig Biberbissspuren. Da ist also ein kleiner Biberweg, wahrscheinlich schon wie zum Wasser. Der haut da ordentliche Flockerln raus. Ja, Freunde, jetzt brauche ich euch eure Hilfe mal kurz. Ich habe da so Früchte gefunden. Die fallen da vom Baum runter. Ich meine, die liegen eh schon herunten. Ich habe aber keine Ahnung, was das sein soll. Also, lass mich einmal auseinanderreißen. Der hat da so einen Kern drinnen. Also, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das schon öfters gesehen, aber das kenne ich nicht. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es uns bitte, danke. Seht ihr, die Wege sind damit gepflastert. Also das ist ein Wahnsinn, wie viel da liegt. Ich weiß nur nicht, was das sein soll. Also eins weiß ich. Der Weg, wo da jetzt die Quadbahn ist, der war vorher alles nicht. Das war ein Dschungel quasi. Ja, richtig schöne Wege, muss ich sagen. Oh, da gibt es sogar Brücken, ne? Sapperlot. Ja, aber nichtsdestotrotz suche ich mir da jetzt einmal einen Platz für einen Kaffee. Jetzt bin ich schon müde. Ja, geil, wenn du mit dem Quad vorbeifährst, kannst du gleich einen Joint nebenbei dran. War nicht schlecht.
da drüben vorne auch. Kann man hören. Sehen wird man es nicht. Ja, Freunde, haben wir da jetzt ein bisschen einen anderen Platz noch gesucht. Dort geht nämlich gleich unmittelbar die Quadbahn vorbei. Und da bin ich eigentlich nichts neugierig. Machen wir jetzt da mein Käfchen in Ruhe. Ja, Freunde, extrem lustig. Beim letzten Mal zeige ich euch noch ein Video, was man macht, wenn man keine Tassen dabei hat, bei der Bialetti. Und was mache ich jetzt? Ich lasse wirklich daheim. Ich bin doch ein Depper. Einzige Futter, was ist, ich habe meine 750 ml Topferl noch dabei. Na, die muss heute als Tassen herwinden. Ja, gut, Freunde, wie ihr seht, der erste Gruß, meine Krankensessel, wie immer, ist ja schon bei mir gegangen und gebe. Und dann den Rest auch wieder. Prost, Freunde. Ja, Freunde, das wollte ich euch noch zeigen. Nächstes Messer haben wir geleistet. Ja, das ist dieses helle Viking Nummer 96. Birkenholzgriff und Scandischliff, Kohlenstoffstahl, also rostend quasi. Das einzige, was ich mir geändert habe, ist da das, da war so ein Lederbandel dabei. Ich zeige euch das kurz jetzt einmal vom Bügel. Das hat man nicht so taugt, weil da kann ich ein bisschen verlängern, wie ich das will. Und ja, gefällt mir ganz gut. Ja, und jetzt begleitet mich das halt einmal heute. Ja, da hinten so ein durchgehendes, ist kein Fullding, sondern so ein Earl oder wie das heißt. Aber nein, zum Patronen ist nichts, aber so liegt es gut in meiner Pranke. Ja. Ach, Käfchen weiter trinken. Ja, schauen wir mal, wie spät haben wir es denn überhaupt schon? Na, dreiviertel drei schon. Ja, passt eh, ich trinke jetzt schon langsam meinen Kaffee aus. Mache meinen Platz all wieder sauber, das wisst ihr. Das gehört dazu und dann geht es wieder retour, sind da wieder. Ich glaube 6 Kilometer habe ich jetzt gemacht, ich muss jetzt retour auch noch. Ja, ich bin da jetzt auf den Weg heraus, wo die gefahren sind mit dem Quad. Da daneben auch gleich so ein schönes quasi Biotop. Ja, und das ist der Weg, wo die gefahren sind zuerst. Ich gehe da jetzt noch ein Stückchen den Hauptweg entlang. Dann gibt es eh wieder so ein kleines Gasserl runter, wo wir durch den Wald durchgekommen haben, zur Leiter wieder. Und da gehen wir dann wieder runter. Ja, da sind wir beim Auto. Ja, Freunde, das war's einmal wieder von der Tour. In 100 Meter bin ich beim Auto. Ich kann mich bei euch noch immer wieder bedanken fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.